Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man diese Innenbeleuchtung in einen solchen D-Zugwagen einbaut. Diese Beleuchtung zeichnet sich durch verschiedene LEDs aus. Hier sehen Sie bereits 8 LEDs. 6 weitere können noch angeschlossen werden. Bevor wir beginnen, müssen wir den Waggon zerlegen. Wie Sie sehen konnten, habe ich schon das Dach demontiert. Sie müssen allerdings noch diesen Waggon weiter zerlegen. Dafür müssen wir die beiden Schrauben lösen. So, na. Dann das Ganze vorsichtig abzunehmen. So. Sieht man hier die Inneneinrichtung und hier das Gehäuseoberteil. Die beiden Löcher müssen wir zunächst aufbohren auf 6,5 mm. So. Einmal ein wenig entgraten, das Ganze. So. Passt. Das legen wir dann erstmal beiseite. Dann mache ich einfach hier sauber. So. So, als nächstes müssen wir mit dem Elektronikseitenschneider, ich muss mal ein bisschen Platz machen, so rum, müssen wir mit dem Elektronikseitenschneider diese beiden Lichtleiter entfernen. In dem Set bei liegen nämlich rote LEDs. Zapp, ab. Und auch hier. Ab das Ganze. So, in dem Set liegen rote LEDs, die müssen wir nun einkleben. Und das realisiert wiederum die Zugschlusslichtbeleuchtung, die dann ebenfalls flackerfrei ist. So. Und so, 1, 3, 4. So. Und das ist nämlich das erste und das längste. Braucht. So. Und bei der LED, also erstmal erkennen Sie die LED, dass sie klar ist. Ich zeige Ihnen mal eine warm-weiße, weil die liegen einfach dabei. Das ist auch 3 mm warm-weiß. So, ich brauche ja sowieso gleich zwei. Lege ich mir schon mal die beiden raus. So. So, jetzt zeige ich Ihnen mal den Unterschied. Unten rot, oben warm weiß. Sehen Sie das? Die ist gelb. Die warm weiße ist gelb, während die rote klar ist. Dadurch kann man die eigentlich sehr gut unterscheiden voneinander. Und ja. Diese müssen eingeklebt werden. Ich habe das schon an beiden Seiten jetzt gemacht. Die eine war schon vorbereitet. Und wir müssen die LED umbiegen zuvor. Und zwar sehen Sie ja hier diesen verdickten Bereich an dem Pin. Und einen Tacken drüber, also so einen Millimeter drüber, müssen wir die umbiegen.
Und ganz wichtig, der lange Pin der LED muss immer nach außen zeigen. Also so umbiegen. So. Und dann, so, das zeige ich Ihnen, das wird dann nämlich die nächste. So, umbiegen das Ganze. So, jetzt sehen Sie, ich habe mal eben beide hoch, dass beide Pins außen sind. So kämen die nämlich rein in den Waggon. Und die werden so einfach eingeklebt. So. Können Sie das sehen? Ja. So. So werden die eingeklebt. Können Sie ruhig hier hochkant stehen lassen. Wichtig ist, dass die, ich zeige es Ihnen einmal so, wichtig ist, dass die schön in dieser Bohrung drin sitzen. Und die sollten Sie nach Möglichkeit nicht aufbohren, dass die LED da schön stecken bleibt, weil das sieht einfach nicht aus, das wird dann einfach zu groß. Und deswegen müssen wir die an der Stelle ein bisschen fixieren. Entweder mit Sekundenkleber oder mit Alskleber. Und das ist wichtig. Sie können gleich zu Beginn, das können Sie auch schon direkt machen, spricht auch nichts gegen, die LED-Beinchen direkt hier so runterbiegen. Das können Sie auch machen, dass die so plupp runter sind. So. Ein bisschen auseinanderbiegen natürlich die Beinchen, dass die nicht einen Kurzschluss verursachen. So wie hier jetzt. Das wollen wir nicht. Schön auseinander. So. Das machen Sie viermal und kleben das Ganze ein. Das erkläre ich Ihnen später, wofür das ist. So. Das machen Sie viermal. Das mache ich jetzt nicht, denn ich schreite zur nächsten Tat. Wir müssen ein bisschen was an der Inneneinrichtung ändern. Und zwar, was hinderlich ist, ist an der Inneneinrichtung eigentlich diese Querstreben hier für das Licht. Wenn hier eine LED scheint in diesem Bereich, weil das ist ja so ziemlich die Wagenmitte, dann dringt hier das Licht durch, kann aber hier nicht durchgehen. So. Und das ist eigentlich hier dieser Hauptschwerpunkt. Und auch das hier ist eine Problemzone auf jeden Fall. Hier können wir nicht viel dran machen, denn hier wird der Wagen festgeschraubt, das Oberteil. Und also hier können wir nicht, definitiv nicht irgendwie arbeiten. Oder sollten wir nicht, um mal die Stabilität halt nicht zu gefährden. Wo wir aber arbeiten können, das ist hier. Und zwar diese beiden letzten, ja, Segmente einfach heraustrennen, auch mit dem Elektronikseitenschneider. Können wir das ganz einfach machen. Einfach so ankerben das Ganze. Dann können wir das mit einer kleinen Zange wegbiegen schon und dann wieder rein und dann mit der Fräse wegfräsen, wie auch immer. Hauptsache weg. So. Mache ich das einmal hier auch und einmal von oben rein. So. Zap, weg. Und auch das. So. Das heißt, da haben wir hier freie Durchsicht. Später wird nämlich hier eine LED auch durchscheinen und somit kann dieser Bereich hier hinten auch beleuchtet werden. So, das Ganze machen wir auf der anderen Seite auch noch mal. Weg damit. So. Sie können zu Hause das
bleibt dann Ihnen überlassen. Also gibt jetzt nämlich noch mehrere Varianten. Sie können das hier schön feilen, wegfeilen, alles gerade. Das kann man sehen. Mache ich jetzt zwecks der Zeit nicht. Oder erstmal nicht, mache ich dann später. Jetzt muss man beachten, dass wir auch das Licht natürlich hier nach hinten haben wollen. Und um das besser hinzukriegen, empfehle ich, dass wir so 3-4 mm hier reinknipsen. Das wäre eigentlich der Nassbereich, also sprich die Toilette von dem Waggon. Da ist sie zumindest angedeutet. Und dass wir das Ganze hier so umbiegen und damit rausbrechen mit der Zange. So. Einfach raus, weg. Dadurch kann sich auch noch mal das Licht besser verteilen. So. Das empfehle ich Ihnen, gerade zu feilen mit einer kleinen Feile, weil das sieht wirklich nicht so gut aus, wenn die Mäuse dran genagt hätten. So, dann haben wir diesen Schritt. Machen wir auf der anderen Seite genauso, sprich so ungefähr 3-4 mm einkerben, so dass das Licht überhaupt eine Chance bekommt, sich zu verteilen. Hier bricht der Kunststoff schön gerade, was er vorher nicht getan hat. Und auch das feilen wir schön gerade. Gerade weg. Wunderbar. So, dann haben wir den Waggon mindestens so umgebaut, dass sich das Licht deutlich besser verteilen kann. Was man jetzt noch machen kann, ist natürlich hier ausgestalten mit Figuren etc. Wenn man den schon mal auf hat, kann man das natürlich machen. Ist natürlich dann ganz schön an dieser Stelle. Und ja, der Kleber muss noch erstmal jetzt trocknen mit den LEDs und daher zeige ich Ihnen den zweiten Teil des Videos, der natürlich jetzt darauf folgt, wie man das Ganze dann anschließt. Okay, als nächsten Schritt widmen wir uns dieser Litze. Wir brauchen vier pro Seite. An Anschlusslitzen, so 8 Stück insgesamt, 40 mm. Dazu nehme ich einfach ein Lineal und messe das Ganze ab. Ungefähr einfach. Und nochmal. Vier. So, nochmal vier. So, dann haben wir das. Während jetzt die LEDs trocknen,
können wir die beiden warmweißen LEDs auch schon vorbereiten. Wir winkeln die einfach ab. So. Und zwar so, das müssen wir uns jetzt auch angucken, mit der Platine, mit dem Beleuchtungsmodul. Und zwar werden die später hier an diesen beiden Pads, die jetzt so schmal sind, angeschlossen. So. So wird das drauf gelötet. So, und jetzt sehen Sie, hier ist Plus. Da steht LED, also Plus LED weiß steht da. Da und Minus LED weiß. Da werden die angeschlossen. Und der lange Pin ist ja der Plus-Pin. Das heißt, wir müssen oder können die LED an dieser Seite hier anschließen, an dieser anderen. Und die andere LED müssen wir jetzt so biegen, auch in 90 Grad, sodass der lange Pin hier unten ist. Das mache ich auch einmal. Und dann winkeln wir die hier direkt ab. So. 90 Grad Winkel richtig. So. Dann stimmt das. Jetzt können wir an beiden Seiten die anschließen. Das ist aber auch nur Vorbereitung, bevor wir das wirklich anschließen können. So. Dann isolieren wir die einmal ab. Das mache ich. Sie können zu Hause eine Abisolierzange verwenden. Ich nehme immer meinen Elektronikseitenschneider. Das hat man irgendwann im Gefühl. Ist aber immer bei so einem dünnen Litzen oder ja, ich sag mal kurzen Litzen immer so ein Problem. Sie sollten die abisolieren zwischen, ich sag mal, 3 und 5 Millimeter ungefähr vorne hinten schön verzwirbeln das Ganze und dass sie dann nämlich nicht abstehende Adern haben der Litze. Das kann nämlich zu Kurzschlüssen führen, beziehungsweise zu Verbindungen, wo keine sein sollen. Das wäre natürlich dann nicht so toll, wenn das Modul unter Umständen beschädigt wird. Und ja, es passiert nämlich das hier, dass ich schon ein bisschen was rausziehe aus der Litze. So. Wie gesagt, achtmal das Ganze. Das war nichts. So, wenn Sie was rausgezogen haben, ist erstmal nicht ganz so schlimm. Ah, fließt hier sowieso nicht so viel Strom, dass wir den Querschnitt durch diese Verengung jetzt so weit eingeschränkt hätten, dass der Strom nicht mehr reicht. Das schneiden wir hinterher alles schön ab. So, aber dann nehmen wir hier unseren Schraubstock und spannen die alle einmal schön ein, die eine Seite. Und wir wollen ja nicht unsere Finger verbrennen. So.
Und dann biegen wir die so ein bisschen um. Wichtig ist hierbei, dass das Lötzinn nicht nur anklebt, sondern wichtig, die Litze, ja, ich sag mal, durchtränkt ist mit dem Lötzinn. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und dass es halt nicht nur oberflächlich drauf festgebacken ist, sondern dass es auch wirklich richtig durchgeht. Sie sehen, ich pack das wirklich hier auf den Kupfer drauf. Und nicht auf den Lötkolben. Das ist halt der Unterschied. So, jetzt ist das richtig schön, die eine Seite. So. Können wir die ein bisschen wieder öffnen. Die anderen fallen runter. So. Da haben wir noch eine. Ach, die war nicht wichtig. Die wollte nicht. Einmal eben kurz verzinnen. Fertig. So. Und dann können wir das Ganze umdrehen. Und die andere Seite verzinnen. Da natürlich das Gleiche. Zu beachten, schön gleichmäßig alles. So. Ja, die machen wir später, die einzelnen dann. So, bisschen wegbiegen das Ganze, passt. Schon mal fertig. Die anderen, wie gesagt, kommen jetzt. So. So. Jetzt machen wir eigentlich das, dass wir die noch einmal schön kürzen, ein bisschen. Ja, der ist schon kurz genug. Und die andere Seite eigentlich auch. So. Und das heißt, meistens sind ja diese feinen Drähte eher im oberen Bereich abstehend. Und dadurch, dass wir die jetzt kürzen, ja, sieht man das Ganze halt nicht so. Und damit erreichen wir eigentlich was Schönes, dass wir wirklich schöne kleine Litzen haben mit sauberen Enden. So, haben wir 8 Stück von. Ich kürze mal noch die anderen einmal ein wenig. So. Wie gesagt, sowas ist auch kein Problem. Ein bisschen viel Zinn drauf, aber das ist absolut okay. So, den einmal. Fertig. Und hier sehen Sie das schön. Hier steht so ein bisschen was ab. Wenn ich jetzt aber hier das Ganze hier kürze, habe ich es natürlich abgeschnitten. So. Gut, dann können wir gleich weitermachen
Und dann können wir nämlich schon mal diese Litzen an der Platine anlöten. Und zwar, da nehme ich auch wieder meinen Schraubstock für, besser ist das. Sag's mal unten, und zwar hier, dem Lötkolben, hier an diese. Das heißt, wir verzinnen erstmal hier und hier diese äußeren Pits. Und da schließen wir die nun an. Das mal so, dass Sie das auch sehen können. So. Es will nicht. Das machen wir natürlich auch noch für die andere Seite. Erst schön verzinnen, diese äußeren hier. Die anderen, ich mache mal ein bisschen näher im Bild. Ich nehme mal meine Pinzette hier zu. Sicherer ist das. So, schön darauf achten, dass die Isolierung hier anliegt an der Kante. Das ist auch wichtig. So. Dann haben wir das Ganze soweit vorbereitet. Erstmal. Genau. Später wird hier der Draht für den Schleifer durchgesteckt und wird hier, wie der Pfeil zeigt, an dieses Pad angeschlossen. Das können wir auch schon mal verzinnen. Das erleichtert uns später den Anschluss auch ungemein, wenn da schon Lötzinn dran ist. Das ist auch eigentlich nicht ein, ja, ich sag mal, schön, dass man es hat, sondern eigentlich wirklich, das wird benötigt, das Lötzinn an der Stelle, dass man auch wirklich löten kann. Ja. Da habe ich nur noch so wenig an Lötzinn, aber das reicht auch. Fertig. So, dann haben Sie schon mal die Platine auf jeden Fall vorbereitet. Gut. Dann zeige ich jetzt im nächsten Teil, wie man das Ganze dann zusammen baut. Und danach kommt dann schon die Funktionskontrolle. Bis dahin. So, nachdem der Kleber nun getrocknet ist von den LEDs, können wir diesen Waggon wieder zusammensetzen. Schraubmaße zunächst, was runter
und Oberteil des Waggons wieder zusammen. Muss einmal Klick machen dabei, dann schraubt mir das Ganze hier fest mit diesen beiden Schrauben und einmal hier. So. Und einmal da. Und jetzt ist es an der Zeit angekommen, unsere vorbereitete Platine mit den vier Litzen einzusetzen und hier kommt nun das Loch zum Tragen. Wir fädeln das einmal hier durch und einmal dadurch. So. Dann verzinnen wir die beiden Enden mit Lötzinn. Und löten das hier an diesen Pads, die wir ja bereits verzinnt haben, an. Ich halte das gleich mal auch näher in die Kamera. Und das an der Seite. Also Versorgung. Versorgung hier und Versorgung da. So. Als nächsten Schritt, dann stellen wir einmal die Litzen hier hoch. Verzinnen wir die Anschlussbeinchen der LED. So, einmal das und einmal das Ganze auf der anderen Seite. So. Wichtig, wie bei hier schon erwähnt, beim Einkleben, hier sollte sich immer die lange Seite befinden, also außen, und innen immer die kurze Seite. Dann können wir die nämlich einfach wirklich parallel so anlöten. Es ist aber natürlich nicht schlimm, wenn sie sich vor einmal vertan haben, dann müssen wir es halt einmal kreuzen, nur damit es halt schicker, sage ich mal, einfach aussieht. Und dann können sie das Ganze anschließen. Der Vorteil ist nun auch, bei dieser ganzen Geschichte, bleibt dran, bei dieser ganzen Geschichte, dass selbst wenn jetzt hier ein Kurzschluss entstehen sollte, also diese beiden Pinne sich hier berühren sollten, nichts an der Schaltung passiert. Sprich, es wird nichts, ja, nichts kaputt gehen. Oder nichts kann kaputt gehen, da die Widerstände bereits ja auf der Platine sind. Das heißt, es würde nur ein bisschen mehr Strom durch den Widerstand fließen. Und das würde aber nicht zu einer Beschädigung führen. Deswegen brauchen Sie hier an der Stelle auch nicht irgendwie was zu isolieren.
Sie müssen halt nur, das ist das Einzige, gewährleisten, dass diese Pinne sich niemals wirklich berühren im Betrieb, dass das halt ausgeschlossen ist. So. Und dann machen wir das Ganze auch noch für die andere Seite. Das ist das Einzige, worauf Sie eigentlich bei der Montage zu achten haben. Und ja. Mehr ist das eigentlich nicht. In Anführungsstrichen. So, jetzt könnte man meinen, wir sind fertig, sind wir aber noch nicht. Und zwar haben wir ja noch die beiden warmweißen LEDs. Und die sollen nun, liegt das Ganze mal ein wenig, so. Und die sollen nun hier reinleuchten, in dieses Loch. So. Und dazu verzinnen wir auch hier diese beiden Anschlusspads. Einmal auf der Seite und logischerweise auf der anderen Seite. So. Und jetzt müssen wir darauf achten, was hier steht auf der Platine. Und hier steht jetzt Plus LED weiß. Und da kommt das lange Beinchen dran. Das heißt, lange Beinchen ist hier. Das passt. So. Dann richtet man das Ganze so ein bisschen aus. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch das Ganze zu erwärmen. Das ist jetzt das Schöne an der Geschichte. Nur einmal eben erwärmen. Der Pinzette geht es besser. Na, komm her. Das ist ein bisschen schief. Genau. Ein bisschen drücken. Und dann können Sie das Ganze hier abkneifen eigentlich. Mit dem Elektronikseitenschneider. So. Dann haben Sie die Seite. So, erste Lötstelle. Zweite Lötstelle fertig. Dann abkneifen das Ganze. Fertig ist die LED dran. So, jetzt können Sie auch Folgendes machen. Sie können das Ganze verlängern, theoretisch auch bis hier hinten rein. Also das ist halt auch noch mal eine Variante. Da können Sie gerne experimentieren, wie Sie es haben wollen oder was Sie besser finden. Sie können ja zunächst das machen. Ich entscheide mich hier für diese Variante, weil ich bin der Meinung, dass dieser Bereich hier
ja, ausreichend beleuchtet wird durch das Loch, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, das ist also akzeptabel. So, wir müssen noch ein bisschen die Litzen biegen. Und dann können wir auch schon den Funktionstest machen. Und dann zeige ich Ihnen das fertige Resultat. Auf jeden Fall. So, die Litze, die können Sie auch schön durchziehen. Können Sie hier so eine Schlaufe legen, wie Sie sehen. Und ja, dann stört die nämlich auch später nicht. Schaut nicht raus und nirgendwo. Und das, was an Litzen hier zu viel ist, können Sie einfach hier nach innen rüber biegen. Das ist interessiert eigentlich nicht. Das sehen Sie ja auch nicht später. So, nur wie gesagt darauf achten, weil sonst leuchtet keine der LEDs. Und dann können wir jetzt mal den ersten Funktionstest machen. Dafür muss ich ein bisschen umbauen. Und das sehen Sie dann quasi im vierten Teil des Videos. So, dann können wir zur Funktionskontrolle kommen, ob das Ganze auch schön funktioniert. Und ich mache einfach mal den Regler an. Und Sie sehen sofort, alles ist schön beleuchtet. So, jetzt können wir hier über diesen Mikroschalter die Beleuchtung hinten einschalten. Sie sehen hier diesen Pfeil nach da zeigen, das heißt, die Seite geht hier an, hier unten und oben drüber ist ein Pfeil, der nach da zeigt. Das heißt, die Seite geht an. So, dann mache ich mal die Seite an und Sie sehen, es leuchtet rot hier hinten. So. Und logischerweise damit auch, ich halte es gleich mal in die Kamera ein, dass Sie es auch sehen können. Na, geh rein. Sind beide rot. So, kann ich wieder hochheben, leuchtet alles weiter wie gehabt und Sie sehen die rote Beleuchtung schön, ist alles an. So, ist auch von der anderen Seite schön her. Ja, genau. Ja, das heißt, das Dach können wir drauf machen, wie gehabt und dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Freude und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin.